N-A-G-G-E-R-I-A. Hi Leute, servus, hier ist der Renten. Du bist der Ranking und es ist noch immer sehr, sehr warm, sehr, sehr heiß, sehr, sehr geil, wie wir. Super geil. Da müssen wir aber gar nicht hin. Okay, nett. Müssen wir wieder zurück. Ach du Scheiße, ja. Die Frage für die heutige Folge ist, nennt uns, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Ich habe The Raven King vorher doch schon gefragt, ob wir das hatten. Da oben, da ist das Ausrufezeichen. Oh, ah. Ich hab's gesehen. Die Frage ist, nennt uns oder was findet ihr geile Film-Soundtracks und geile Spiele-Soundtracks? Und zwar komisch auf diese Frage, weil ich im Moment auf der Erwitt sehr viel Videospiel-Soundtracks höre, nebenher. Habe ich einfach YouTube auf und höre mir das Soundtrack an. Vorzugsweise im Moment Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII und natürlich der Doom-Soundtrack. Und wir sind bei einem Endgegner. Might Lamiel. Okay. Oh, ist das einer von der härteren Sorte? Ja, es geht. Film-Soundtrack. Fangen wir mit Filmen an. Ja, Filme habe ich auch ein paar, die mir jetzt sofort in den Kopf kommen. Also, was mir so an alte Filme oder ältere Filme gefallen hat, ist Desperado-Soundtrack, der alte. Auch ein sehr geiler Film, wobei ich nicht weiß, ob der heute noch gut ist. Antonio Banderas. Ja, gut, er ist geil. Aber ich denke, er hat an Wirkung noch. Was ich noch. Ja, wirkt er auch billig heute, oder? Ich habe schon länger nicht gesehen, aber ich finde es immer gut, weil er einfach badass ist. Fertig. Matrix Soundtrack. Oh ja, den habe ich sogar. Ich habe den Original Soundtrack hier. Geil. Von den neueren Filmen finde ich Avatar ganz gut. Was? Was ein sehr, sehr, sehr geiler Soundtrack ist, ist von dem Film Drive. Den empfehle ich übrigens auch jedem, der ihn noch nicht gesehen hat. Eher unbekannt, der Film. Sehr geil. Synth-Pop-Musik. 80er-mäßig. Sehr gut. Sehr gut und sehr geil. Können wir weiter babbeln? Mein Fortschritt. Jo, sollen die Leute Untertitel lesen. Ja. Was ich noch gut finde, kennt ihr das Labyrinth mit David Bowie? Wo Engel und Dämonen. Kennt ihr das? Kennt ihr den Film? kennst du den Film? Ja, so hast du mich letzte Woche schon zweimal gefragt. Ah, cool. Da habe ich den Soundtrack mir geholt und der ist auch super toll. Channel Kinderlieder, David Bowie finde ich eh klasse. Ja. Bei Spiele fahr. Guck mal ein Stück zurück. Also, bei Spiele fand ich. Wie ist das? Sense of Time. Prince of Persia, ja. Fand ich ganz cool, weil das einfach episch gemacht ist. Castlevania ist neuere für die Xbox 360, das erste. Habe ich damals mit Kopfhörer gespielt und ich war noch nie bei einem Spiel wirklich begeistert von Sound, von den Effekten und von dem Soundtrack. Du machst öfters mal das Soundtrack weg und tust einfach irgendwie Musik her, ne? Bei Spielen. Gerade bei Strategiespielen meinst du das? Ach so. Ja, manchmal. Der Soundtrack von Alarmstufe Rot 3, Command Conquer, ist super. Okay. Also da sind auch viele alte Lieder vom Enser in neuem Gewand und kann... Boah, wow. War das geil! Das leckt mich cool. Am Arsch! Der ist richtig gut gemacht. Natürlich der alte Soundtrack von Abstufe Rot, der alte. Weil da viele Metal-Lieder dabei sind, ne? Was man gar nicht gedacht hat. Ist bei Doom 8 der Fall. Lieder inspiriert von Pantera und so, und das sind dann wirklich die Gitarre-Riffs. Sind dann in MIDI-Sound umgesetzt und so. Es ist, also der Doom-Soundtrack ist richtig geil. Sowohl von Doom 1, Doom 2, TNT und Plutonia. Das sind alle sehr gute Tracks. Also ich bin total krank, aber auch geil finde, selber auf de, selbst auf der Handy-Version ist einfach Rayman. Das sind so lustige Lieder, die sind so toll. Ja, gerade beim Legends, gell, wo sie das umgesetzt haben, das... auch das. Glu, 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 glu. Ja, also sehr cool gemacht. Bioshock war geil, weil es so ähnlich wie Fallout, so ein paar alte Sachen so ein bisschen. Ja, Fallout auf jeden Fall. Fallout. War ich nie gespielt, aber ich finde den Soundtrack cool. Also meine Frau hat den auch manchmal im Auto und... Wir haben es beide nicht gespielt, aber der Soundtrack ist geil. Fallout ist super. Ich habe es 4er in der Pip-Boy Edition vorbestellt für 130 Euro. Wo der eigene Pip-Boy dabei ist, weil ich mich drauf freue, wie das Sound. Auch wenn sie ein bisschen billig klingen, ich fand eigentlich immer bei Sonic die Lieder ganz schnell gemacht. Ah jo, das ist richtig klassisches 8-Bit, 16-Bit Gedöns, was richtig geil rüberkommt. Ja. Was natürlich toll ist, sind die Strategiespiele von Herr der Ringe. Sachen Mittelerde, Ends und 2, weil sie einfach die Lieder mit dabei haben. Mhm. Was kein richtiges Soundtrack zum Film ist, es gab wohl, oder es gibt eine Compilation, ich glaube Doppel-CD, wo Trinklieder von den Hobbits drauf sind. Richtig cool. Ah, geil. Schön gemacht mit irischen Sänger und so. Cool. Oder neu,
Neuseeländer, wo du das euch so nennst. Ich war jo, ach. Ein Hobbit. Im Neuste war ich nicht, aber ich war im Hobbit, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ein Hobbit, habe ich gesagt. Im Saalbau in Neustadt war internationales Orchester. Denn noch Herr der Ringe haben die den Film als sozusagen als Konzert, klassisches Konzert gemacht, wo dann zwischendrin über einen Beamer dann verschiedene Passagen aus dem Film, die Landkarte gezeigt, wo sie sind, wo sie zwischendrin einmal gebabbelt haben, wo sie sind. Und zwar nach Eulspieler von Christopher Lee. Gott hab ihn selig, der gute alte Mann ist mit 93 Jahren gestorben, er hat viel erlebt. Muss man eigentlich nur sagen, wirklich super gemacht, also so viele Filme. Der Typ, man sieht ja öfters wohl Vergleiche von Harrison Ford. Die wenigsten kennen ihn als Dracula, von der heutigen Jugend und sowas, ne? Ja, und auch als Agentenfilme oder mitgespielt, Soldatenfilme und so weiter. Er war ja auch Soldat, er war einer von den Letzten, der als Student in Paris die letzte Köpfung mit Guillotine als Todesstrafe gesehen hat. Der Mann hat wirklich, der war auch beim Geheimdienst und so weiter, hat unglaublich viel mitgemacht. War das ein Sir? Sir Christopher Lee? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Viele kennen den nicht genau in der alten Rolle. Und der hat halt Eulspieler gemacht gerade und das waren richtig geile Konzerte. Und ach, danach hat man dann so ein bisschen Hobbit-Lieder gehört und dann haben wir geklatscht und so, war super. Christopher Lee hat mit über 80 noch eine Metalband gegründet als Sänger. Cool, das wusste ich auch nicht. Hat auch viele, also er war ja Multitalent, was Sprache auch geht. Er hat fließend Deutsch gesprochen, hat auch zum Beispiel beim Letzte Einhorn, was ach super schöne Lieder hat, für Kinder gerade. Ach, glaube ich, der König Haggard selber gesprochen. Glaube ich. Das ist, wo der Frank Zander der Schmetterling spielt. Ja. Es gibt viele 80er-Filme, wo einfach tolle Soundtracks sind. Ja, ganz kurz, bevor ich wollte es jetzt schon ein paar Mal einwerfen. Super Nintendo, Donkey Kong hat einen richtig geilen Soundtrack. Finde ich bis heute noch einer von der geilsten. Allein die Unterwasser-Levels haben richtig klasse Melodie. Ja. Richtig schön gemacht. Wobei die ja abgenommen haben. Also die schöne Sache, ich finde so. Viele Mario-Spiele oder so hin, einfach so Kudos manchmal. Ja, ne, deswegen. Donkey Kong hebt sich dort von ziemlich ab. Ja. Finde ich jetzt, also vom Sound her, ne? Ach, gameplay-mäßig finde ich Donkey Kong wesentlich, also Donkey Kong Country wesentlich Scheiße. Interessanter wie Mario-Spiel. Boah. Jetzt bräuchte man jemand mit Magie. Mit Magie? Für Distanz. Ne, gibt schon coole Sachen. Ja, definitiv, aber ja, du hast recht, 80er. Der Film Maniac, das Remake mit Elijah Wood, hat ein geiles Soundtrack, ist aber ein sehr kranker Film. Also wirklich sehr, sehr, sehr kranker Film. Noch nicht bereit. Natural Born Killers hat ein geiles Soundtrack gehabt. Pulp Fiction, gerade die Tanzszene. Pulp Fiction, klar. Viele Filme von Tarantino. Jackie Brown hat ein geiles Soundtrack mit Bobby Womack dabei und so. Django hat auch einen super Soundtrack. His name is Django. Ja, das ist geil. Django! Gut, am Schluss hat mal den Gangster Hip-Hop, okay. Ist aber irgendwie cool. Wo sind so. War das ganz am Schluss? Noch nicht bereit. Oh fuck. Ja, der Tarantino legt sehr viel Wert auf Atmosphäre und auch. Und da gehört das Soundtrack halt einfach dazu. Nicht wieder bereit. Und weißt, das ist halt das Zeug, warum ich wirklich sage, das ist eine Kunstform und nicht irgendwie nur was, um mich zu berieseln oder so. Es gibt halt. Noch nicht. Ist halt einfach cool. Das hat noch ein geiles Soundtrack. At Mirror's Edge, das Spiel hat einen geilen futuristischen Soundtrack. Mass Effect hat geile futuristische Soundtracks. Da habe ich schon mal einer gemacht, der total angelehnt war. Der hieß From Omega to Mars. War schön. Oh, ist das jetzt ein Portal? Ah jo, siehst du das nicht? Kannst du gehen wir neu. Ein schwerfälliger Koloss mit einem Gähnen. Du, ist es jetzt was Spezielles, oder? Ich glaube, auf die Schlacht der Ewigkeit Verlagerungsruhen. Oh, ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. So, was machen wir dann los? Ich glaube, wir machen es gerade. Ja, komm. Boah, jetzt ist die Hitze. So, wir rennen einfach mal durch und checken die Lage.
Es gibt ein cooles Spiel auf dem Sega, das Landstalker hat auch einen schönen Soundtrack. Ja, also, ja. Also 8-Bit. Ich fand die, auf dem NES fand ich immer bei The Fantasy Soundtracks einfach irgendwie lustig. Ja, die sind cool, definitiv. Wenn du so auf 8-Bit-Musik stehst, kannst du mal gucken, da ist ja schon vor längerem ein Kickstarter-Projekt rausgekommen, wo sie 8-Bit neu aufgesetzt haben, quasi, mit Elementen aus DuckTales, Mega Man, Mario, sonst was. Und zwar ist das Shovel Knight. Das ist ein Ritter mit einer Schaufel. Und das ganze Spiel hat einen richtig coolen 8-Bit-Soundtrack, wo wirklich so catchy Tunes hat, ja, also die auch hängen bleiben im Ohr. Gefällt mir sehr gut, finde ich sehr cool eigentlich. Ich dachte, die, was weiß ich, 8-Bit Doktor, 8-Bit Superman, 8-Bit. Ja, gibt's so viel. 8-Bit Dragon. So, wie heißt es? Chiptunes, diese Band, diese Musikrichtung damit, so Chiptunes. Das ist ja irgendwann die Karotte aus dem Bodo und so. Ajo. Beides ja 8-Bit abgenommen hat. Genauso wie, woher steht jetzt noch großartig Dubstep? Der Witz ist jo, dass Dubstep in der Szene schon 6 Jahre lang dabei war. Da muss ich sagen, jetzt mal ohne Scheiß muss ich sagen, habe ich da schon gehört. Und es ist hier halt so schnell weg, wie es da war. Das ist genauso wie Minimal Tracks, die du jetzt hier im Radio mit dazu hörst. Das ist einfach so eine Art Modeerscheinung, ne? Und ja, das ist dann mal cool. Sollen wir da noch rechts kommen? Wir gehen da noch schnell hier. Mal gucken. Das ist dann kurz cool und dann, du hörst ja auch ein paar Drum-Bass-Lieder im Radio. Ein paar. Wo dann dabei sind. Oder mal Beats von Drum-Bass oder Dubstep. Aber das Original Jungle, das hat's nie geschafft hier. Jungle. Weil wenigstens Schlager hatte irgendwann mal so die Eigenschaft hatte, zum Beispiel in der ganzen Techno-Ära auf immer Techno-Beats mit aufzunehmen. Schlechte Techno-Beats mit beschissenen Texten. Und auch zwischendrin jetzt und ja, oder so mehr rockisch, ne? Die tun ja immer alles klaue. Dubstep hätten sie zum Glück, hoffe ich, wohl nicht gemacht. Dubstep im Musikantenstart. Scheiße. Ja gut. Die Rentner. Hose macht! Rentner Dubstep, geil. Noch nicht. Ja. Der seltsame Fall des Benjamin Button hat einen schönen, ruhigen Soundtrack. Der Film ist irgendwie gut und irgendwie scheiße. Warum? Ich kann mich auch interessant. Ich kann mich nicht entscheiden. Besonders, weil das Leben eigentlich gar nicht so anders da ab einem gewissen Zeitpunkt lag, wie ja, aber leicht, dieses, wenn er jetzt älter wäre. Alt geboren und jung, das verliert irgendwann voll an Reiz in dem Film. Ja gut, es geht ja dann irgendwann um die Beziehung und um sein Kind und so. Ja, und das ist das, wo ich dann, jo, komm. Ja, aber wie viel Leben verspielt, ne? Ja, was ist dann 0815 trotzdem? Ach, das ist irgendwas einfach. Das ist wie Forrest Gump, ohne dass was Geiles passiert. Der Film ist wie Forrest Gump, ohne dass was Geiles passiert. Ich sag nicht, dass er schlecht ist. Der Film ist bei weitem nicht schlecht. Aber er ist auch in meiner Auge kein Meilenstein oder so. Es ist mal was, das man mal gucken kann, aber dann nicht mehr gucken muss. Wege der Furz. Nee, generell der. Ja, aber die ist scheiße. Der Film ist halt. Jo. Hast du jetzt mittlerweile Captain Phillips gesehen? Nee. Ah, hol dann, der ist so geil. Ich bin begeistert, ich kaufe mir demnächst, denke ich. Okay. Kostet nur 7 Euro die Blu-ray, deswegen. Tropic Thunder. Coole. Tropic Thunder. Die American Pie Filme, der geile 90er, 2000er Skatepunk. Der dort drauf ist Blink-182, ja. Sum 41 und sowas. Das war geil. Ist das jetzt das? Hämmer es dann endlich. Ah, du, guck. Das ach, war's? Ja, komm, scheiß drauf. Ja, ja. Oh! Ja, also es gibt wirklich viele Filme und Spiele, die wirklich coole Soundtracks haben und werden. Das ist wieder so eine Frage, wo ich dann 2 Stunden später denke, ah fuck, das hätte ich noch sagen müssen und das ist mir noch eingefallen. Das ist halt viel, ich gehe halt gedanklich mal Filme durch so im Kopf. Und irgendwie fällt mir dann irgendwann nichts mehr ein. Irgendwann noch keine Filme mehr, okay. Noch nicht. Oh fuck. Ah.
Geduld. Ah. Ich bin tot? Ne. Wo bin ich denn? Ich mach Puffholz, oder? Wo bin ich? Ah, doch. Noch nicht bereit. Ich guck als ohne aufs Menü, um mein Zeug im Auge zu behalten, weißt? Und dann bin ich auf Ammo weg. Einfach weg. Ach, der ist Heldenfleischer, ist ja echt der Arschloch. Timok. Ah, übrigens müssen wir hier die Teile kaputt machen, wenn jetzt nämlich eins von zwei. Ah ja, okay. Okay. So, ja. Ja, ich hoffe, also so wie es aussieht, die Leute schauen immer noch gern Diablo, ne? Das verwundert mich, weil vom Spiel selbst kriegt man ja nicht viel mit. Weil man die Fresse teilen. Ne, muss man ja auch nicht, weil es geht ja hauptsächlich um die Gespräche, die wir dabei führen. Ja. Es ist trotzdem faszinierend. Ich frag mich, warum wir unendlich Tränke haben, ich raff's nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir irgendwo gecheatet und wissen es nicht. Okay. Meine Fresse, Timok! Oder wir haben so viel, wir haben vielleicht über 100 und der Counter zählt dann irgendwie mit oder so? Der Alien Isolation Soundtrack. Oh, Alien Isolation, aber generell alles. Von der Grafik bis zur Atmosphäre, das Soundtrack. Alles komplett perfekt, geil angefangen wie beim ersten Film. Angefangen bei den Bildschirmen, es hat uns beim Raumschiff, ey, ein sensationell geiles Spiel. Ist das zweite? Ah, ne. Wenn mal einfach hier gucken, wo es ist. Kentosa. Du hast echt keinen Bock mehr, gell? Ich hab Bock aufs nächste Spiel. Weil hier verändert sich nicht mal großartig viel. Okay. Oh. Alter Vater. Noch nicht. Die Rob Zombie Filme haben einen geilen Soundtrack, vor allem The Devil's Rejects. Rob Zombie macht ja auch geile Musik. Ah jo, klar, aber The Devil's Rejects, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, mit Lynyrd Skynyrd dabei und jetzt fällt mir doch tatsächlich der Name von dem anderen nicht ein. Wo das Lied von The Credits, das ist so geil. Nur, mir fällt es nicht ein. Irgendwas mit sie? Nee. Oder? Guck. Ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr. So blöd das klingt, aber die Saw-Erkennungsmusik ist eigentlich ganz cool. Die ist cool, ja, das ist eine coole Theme. Und es ist schade, dass man wohl in einem Film wieder so eine Erkennungsmelodie gehabt hat. Ja? Ich meine, gut, du hast sowas wie Mission Impossible, James Bond, aber das gibt es ja schon jahrelang. Aber das war halt mal musikalisch gesehen was Erfrischendes. Ne? Wobei Saw Ends ja auch mal was Erfrischendes war. Eine Zeit lang. Und ich finde die ganzen Teile gar nicht so scheiße. Es gibt wesentlich. Es fügt sich in der Geschichte zusammen, das ist halt das. Über mehrere Filme, über 7 Filme, kriegt man erst am Schluss wirklich so komplett verarbeitet. Was nicht so scheiße ist, aber klar, es ist irgendwann nur noch ums Gemetzel gegangen. Durch Teils. Was halt viel von den Filmen, von deinen Filmen ausgemacht hat. Es ist halt eine Reihe, die noch im ersten schon hätte vorbei sein können. Ja, und am Anfang habe ich die Karte nicht geil gemetzelt, sondern pass mal auf, während das vielleicht ich jetzt in der Situation wäre, muss man jetzt das Bär abschneiden. Mach ich's nicht. Ja eben, dann wollte man nur noch Blut sehen. Nur Geduld. Ich verstehe aber bis heute noch nicht, warum der Opa abschneidet, nicht unerhalt. Es ist halt. Eine der vielen Fragen. Das ist genauso die Frage wie bei Matrix, warum man nicht beide Pille gleichzeitig geschluckt hat. Hä? Was dann wohl passiert wäre? Er war. Matrix, ein, wie ich finde, im dritten Teil, Ich hab's bisher nur einmal gesehen und da war ich 16. Das ist schon gut 10 Jahre her. Der Waffenstillstand, das finde ich so unedel. Oh, lass mich mal kurz leveln da. Löffeln. Level. Alles scheiße. Paderborn. Alter, dein Buff ist so riesig. Die überdeckt's Menü. Hose, was denn das? Hose. Hose. Hypose.
ist denn das? Egal. Ein Scheiß. Paragon. So, ich denke, das war's dann auch mit diesem Part. Ich guck gerade mal die Frage für die nächste. Oh! Machst du Platz? Alles. Ja, 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 ja. Alles easy. Ja. Alles. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Raus.